Hautpflege muss nicht teuer sein. Also die Aussage, teuer ist gleich gut, stimmt absolut nicht. Andersrum ist es genau das Gleiche, nicht jedes günstige Produkt ist gut. Ich habe wieder ein 5 unter 5 zusammengestellt. Dieses Mal ist DM dran gekommen, die Marke Balea. Und was ich so rausgesucht habe, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Wir sprechen heute wieder über Hautpflege. Dieses Format wird jetzt nicht immer so sein, dass es Produkte unter 5 Euro sind. Es gibt dennoch auch sehr gute Produkte in den Drogerien, die ein bisschen mehr kosten. Die möchte ich natürlich euch auch zeigen. Jetzt habe ich eine kleine Kollektion an Balea-Produkten, die mich im Jahr 2021 so ein bisschen begleitet haben. Also nicht alle. Zwei davon kenne ich schon ein bisschen länger. Ich würde einfach sagen, nicht lange erklären. Ich fange einfach an mit dem Balea Waschgel. Und das Ultra Sensitive Waschgel ist einfach so ein No-Brainer. Da musst du nicht nachdenken. Also du darfst natürlich auch nicht wahnsinnig viel von dem Produkt erwarten. Das Produkt ist nicht geeignet zum Abschminken. Ne? Also wenn du jemand bist, der täglich Make-up aufträgt, dafür ist es nicht geeignet. Also du kannst beispielsweise Leute auf meinem Discord benutzen das als Double Cleanse, sprich mit Öl und damit abwaschen. Oder du machst es wie ich. Also ich bin ja eigentlich, was Make-up betrifft, nicht so oft geschminkt. Ausschließlich morgens verwenden. Da funktioniert das unwahrscheinlich gut. Ich muss sagen, ich nutze es nicht mehr regelmäßig. Ne? Also weil vom Geschicktheitsgrad wird es wahrscheinlich bei mir aus meinem Hautpflegesortiment verschwinden. Nicht, weil es schlecht ist. Es ist ein super gutes Produkt. Aber ich komme mit einem anderen Produkt, das zeige ich euch gleich, viel besser zurecht. Es gibt es für einen kleinen Preis. DMs gibt es einfach in jeder Stadt. Und das ist bei mir, in meinem DM, immer ganz unten. Also wenn man vor dem Regal steht, ganz unten. Die Marke hat sich eh gemacht. Also viele der Produkte, die gibt es schon ein Weilchen länger. Die meisten davon sind ohne Mikroplastik, was richtig gut ist. Das ist aber immer noch kein Standard. Ich möchte dich dazu wirklich nochmal erinnern. Guck trotzdem die Produkte an, die du verwendest. Ich war selbst faul jetzt eine Zeit lang und bin bei dem einen oder anderen Produkt wirklich auch reingefallen. Aber Standard ist es noch nicht. Am bequemsten sind natürlich die Produkte, die dieses kleine Siegel haben. Und eben das Waschgel funktioniert einfach unwahrscheinlich gut. Und da habe ich das ein oder andere Produkt einfach leer gemacht. Kommen wir zu dem Produkt, was ich regelmäßig einfach verwende und einfach viel lieber verwende und eben auch zum Abschminken verwende. Das, mir reicht das. Also ich mache Double Cleanse mit einem Bambustuch, aka Mikrofasertuch. Also diese Bambustücher, die ich verwende, habt ihr mal vor Ewigkeiten ein Video dazu gemacht. Die verwende ich natürlich immer noch. Und damit mache ich Double Cleanse. Ich brauche also kein zweites Produkt. Seit die ohne Mikroplastik sind, mische ich ja mein Öl nicht mehr selber, was mega gut ist, weil das lässt sich echt gut runterwaschen, weil eben halt auch ein Tensid drin ist. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und ich mag eben die Variante von Balea mehr als die von Rossmann, weil ich diesen Geruch von dem Öl nicht mag. Bei dem sagen viele, das würde mit der Zeit anfangen, ranzig zu riechen oder so fischig oder so. Ich finde so reine Öle, die haben halt manchmal so ein bisschen so einen komischen Geruch. Mich stört das überhaupt nicht. Ich kriege die Sachen auch immer rechtzeitig leer. Das gibt es auch schon gefühlt ewig im DM. Und wie gesagt, hier jetzt auch inzwischen ohne Mikroplastik. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Sache. Für einen kleinen Preis hat man hier einfach einen wunderbaren Reiniger. Ein Produkt, was ich schon länger nicht mehr gekauft habe, was ich im Jahr 2021 auch nicht mehr gekauft habe, war so ein Gesichtswasser. Ich habe eine Zeit lang noch Gesichtswasser verwendet. Wer sich da noch dran erinnern kann, ist aber schon eine Ecke her. Ich glaube, da habe ich noch Alkohol in Produkten drin gehabt und Duftstoffe. Also da habe ich auf vieles nicht geachtet.
Ich verwende das Produkt, weil es von den Inhaltsstoffen einfach super cool ist auf der Kopfhaut. Da würde es mich echt freuen, das mal wieder anzuwenden. Weniger im Gesicht. Kann man auch im Gesicht anwenden, auf jeden Fall. Klassisch irgendwie, wer ein Pad nehmen möchte, aber ich würde da jetzt kein Pad nehmen auf die Hand und dann ab ins Gesicht, weil das halt echt ein richtig gutes Produkt bezüglich Feuchtigkeit ist. Also das ist schon an zweiter Stelle Glycerin. Wer eben noch Wert darauf legt, irgendwie Gesichtswasser anzuwenden, so als Reiniger. Ich habe das ja früher mal mit als Reiniger, als zusätzlicher Do also als zusätzlichen Double Cleanse sozusagen verwendet. Der sollte doch bitte zu Produkten greifen. Erstens natürlich ohne Duftstoffe, zweitens ohne Alkohol, weil gerade wenn du fettige Haut hast, dann trocknest du deine Haut natürlich zusätzlich nochmal mit dem Alkohol aus. Zusätzlich triggert es eben auch. Und deswegen habe ich da früher häufiger zu den Flaschen gegriffen. Jetzt schon länger nicht mehr. Muss zugeben, ich habe das Produkt für das Format hier gekauft. Es gibt es halt echt auch für einen kleinen Preis. Und meine Kopfhaut kann es auf jeden Fall gebrauchen, weil da habe ich ein kleines Feuchtigkeitsproblem. Es gibt einfach nichts Gescheites für die Haare. Also besonders für die Kopfhaut. Und da greift man gerne mal zu Hautpflege. Warum auch nicht? Du hast auf dem Kopf genauso Haut wie im Gesicht auch. Die Aqua-Reihe mochte ich eine Zeit lang echt gerne. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich diese Gelcreme früher hatte. Die ist aber mega parfümiert, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Das wäre jetzt nicht mehr mein Favorit. Aber das Serum ist halt nur reizfrei parfümiert. Also auch diese Bestimmungen werden sich hoffentlich noch so ein bisschen ändern, weil Parfüm halt auf so Produkten als Inhaltsstoff immer einen Sammelbegriff darstellen. Ne? Also wir haben zwar 25 deklarationspflichtige Duftstoffe, bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Oder waren es 23 oder 27? Ich weiß es nicht mehr. Aber auch diese Liste wird sich erweitern, wenn man da einfach inzwischen auch noch Duftstoffe gefunden hat, die eben genauso Potenziale haben, Allergien oder andere Dinge auf der Haut auszulösen. Und das ist minimalst beduftet. Ist ein wunderbares Feuchtigkeitsserum. Wer also wirklich mal in Richtung Feuchtigkeitsserum was sucht, der ist bei dem Aquaserum echt gut aufgehoben. Wie gesagt, bloß minimalst beduftet, also nichts Deklarationspflichtiges drin. Und ich finde es ganz gut, solche Sachen eben auch nochmal hochzuhalten, weil, wie schon gesagt, man kann sich auch mit günstigen Produkten eigentlich ganz gut pflegen. Klar, wenn man sich jetzt dann noch das ein oder andere Active dazu kauft, ein bisschen mehr Geld ausgibt, aber hauptsächlich solche Produkte nimmt, ist man echt gut dabei, muss ich sagen. Eine Creme, die mich 2021 echt gut begleitet hat, war eben die Balea Med Ultra Sensitive Creme mit Urea, 7%. Ich bin mit der wahnsinnig gut zurechtgekommen. Ich werde euch auf jeden Fall wieder die Produkte, die ich als Review gemacht habe, unters i legen. Und bei den Cremes müsst ihr halt aufpassen. Die sehen alle relativ ähnlich aus. Da gibt es eine ganze Reihe an Cremes in der Ultra Sensitive Reihe. Ich habe die Urea Creme sehr häufig. Das heißt sehr häufig. Ich habe sie zweimal gekauft. Das ist nicht gerade sehr häufig, aber ich habe es ja echt geliebt, muss man sagen. Bei der Creme würde ich sagen, ich hätte sie noch häufiger gekauft, hätte ich nicht so viel rumprobieren mit anderen Sachen. Bei der Creme, muss ich sagen, wären da noch Ceramide drin, wäre das einfach die perfekte Kombi. Also da würde ich gar nicht mehr lang rum überlegen. Die ist eben auch so ein No-Brainer. Da musst du dich gar nicht irgendwie. Da musst du gar nicht viel nachdenken. Klar, es ist nicht für jede Haut geeignet, muss man an der Stelle ja auch sagen. Manchmal muss man einfach auch so Basisprodukte, und ich nenne es jetzt Basisprodukt, auch wenn Urea mit drin ist, was ja schon ein recht richtig hochwertiger Inhaltsstoff ist. Manchmal muss man so Basisprodukte eben noch so ein bisschen pimpen. Und nicht jede Haut ist eben gleich. Ich habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht, habe aber dank meiner Pflegeroutine es geschafft, diese Bereiche, die bei mir so trocken waren, da habe ich geschafft, dass die halt einfach nicht mehr vorhanden sind. Und Urea spielt da eben auch seinen Teil mit. Und
Das ist eine komplett neue Packung und die werde ich auf jeden Fall jetzt die nächste Zeit wieder rocken, weil ich mag die Creme echt gerne, die funktioniert für mich und ich habe da einfach auch so ein richtig schönes Hautgefühl danach. Balea Med, wer es nicht so wirklich kennt, wer es noch nie so richtig auf dem Schirm hatte, ist eben eine Reihe, wo keine Parfümstoffe drin sind, kein Alkohol drin ist. Also auf sämtliche Sachen, die nicht notwendig sind, die nicht gut für die Haut sind, die sind da nicht drin, ne? Und deswegen hebe ich diese Reihe auch so hoch, weil die ist einfach echt super und super verträglich auch. Wir haben hier so ein Tübchen, wer die Creme wirklich noch nicht kennt. Und es nimmt auch nicht wirklich viel Platz weg. Ich bin mit der Creme echt super gut zurechtgekommen und ich habe die echt geliebt. Wie schon erwähnt, wären hier noch Ceramide drin, so als kleinen Zusatz. Oder vielleicht bringt ja Balea in der Zukunft eine Ceramidcreme aus. Dann würde die Ceramidcreme die Urea-Creme, glaube ich, ablösen. Oder ich würde hin und her switchen. Boah, das wäre schon super. Wäre schon super. Auch die hat mich wirklich begleitet 2021 und ist eine super große Empfehlung für euch. Klar ist, von diesem Format wird es weitere Videos geben, weil es gibt einfach so viel in der Drogerie inzwischen, was einfach ganz interessant ist. Das Balea Niacinamid und das Niacinamid mit AHA war es, glaube ich, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Deswegen habe ich das jetzt nicht hergenommen, weil ich zu den Produkten nichts sagen kann. Deswegen, ich spreche gerne Empfehlungen aus, wenn ich Produkte nicht kenne, natürlich. Aber ich denke, das wird vielleicht im nächsten Video eine Rolle spielen. Mal schauen. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Erzähl mir mal in den Kommentaren, was deine 5 Produkte aus dem DM sind, die du nicht mehr wegdenken kannst, die vielleicht unter 5 Euro kosten. Gerne mal unten rein. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!